Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Melanie Behringer wurde 2016 mit Deutschland-Olympiasiegerin. Urheberrecht Getty Images, 22. Februar 2019, 10.25 Uhr. Mit Melanie Behringer kündigt eine der herausragenden deutschen Spielerinnen des vergangenen Jahrzehnts ihr Karriereende an. Geadelt wird sie von höchster Stelle. Die langjährige Nationalspielerin Melanie Behringer beendet im Sommer aufgrund anhaltender Knieprobleme ihre Karriere. Für mich geht eine sehr schöne, aber auch intensive Zeit zu Ende. Ich schätze mich überaus glücklich und gesegnet, dass ich mein Hobby jahrelang als Beruf ausüben durfte. Ich bin unendlich dankbar für alles, was ich in diesen Jahren erleben durfte und wie vielen tollen Menschen ich begegnet bin, sagte die Mittelfeldspielerin von Bayern München. Hoeneß würdigt herausragende Verdienste. Die 33-Jährige bestritt 123 Länderspiele, 34 Tore. Mit der DFB-Auswahl wurde sie Olympiasiegerin 2016, Weltmeisterin 2007 und Europameisterin 2009 und 2013. Mit dem Sport1 Messenger keine News mehr verpassen. Hier anmelden, Anzeige. Sie hat Herausragendes für den deutschen Frauenfußball geleistet und steht für große Erfolge beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Besonders gefallen haben mir ihr vorbildlicher Einsatz und ihre Fähigkeit, eine Mannschaft zu führen, sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Uli Hoeneß ist am Sonntag ab 11 Uhr zu Gast im Check 2-4 Doppelpass. Der Check 2-4 Doppelpass mit Uli Hoeneß am Sonntag ab 11 Uhr live im Free TV auf Sport1 und im Livestream mit dem FC Bayern wurde Behringer deutscher Meister 2015-2016 mit dem 1. FFC Frankfurt holte sie den DFB-Pokal 2011-2014.